Jo, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 23. Wir machen heute weiter mit dem Blick auf die Tabelle und dem nächsten Gegner, Celta Vigo. Ja, viel haben wir nicht mehr. Jetzt sind es noch rund 4 Spiele. Und dann hätten wir das große Spitzentreffen gegen Atletico in Madrid. Und da könnten wir tatsächlich dann den großen Titel klar machen. Den nehmen wir mit hoch. Den nehmen wir mit hoch. Aber wir müssen ein bisschen auf die Nationalität achten müssen. Wir hätten ein bisschen auf die Nationalität achten müssen. Hier ist vielleicht noch was, dass ich mit das vielleicht noch mal was hochgeht. Adrian Ramos. So, die nehmen wir auf jeden Fall mal mit hoch. Und dann gehen wir rein ins Match. Da kann man nämlich mal so nach und nach ein bisschen immer wieder Jugendspieler spielen lassen, damit der Kader irgendwann aufgebläht wird. Maurice ist halt ein Jugendspieler, ne? Den habe ich erst gerade geholt aus der Jugend. So, auf geht's zum ersten von 4 Schritten in Richtung Titel. Es ist natürlich logisch, dass er heute im Mittelpunkt steht. Genau, der ist von uns gewechselt. Gegen seinen Ex-Verein. Wir zeigen es Ihnen jetzt bei EA Sports. Liebe Zuschauer, willkommen im Estadio Abanca Balaidos. Ich begrüße Sie herzlich zu diesem Spiel. Durch das Spiel begleiten Sie wie gewohnt Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und es geht bei uns heute um eine Begegnung aus der La Liga Santander. Celta Vigo gegen Athletic Bilbao. Das wird fantastisch, da habe ich keinen Zweifel. Es wird ein Fußballfest. Hier also die Aufstellung von Celta Vigo. Schauen wir kurz drauf. Gucken wir auf die Formation. Ist ein 4-4-2 heute bei Ihnen. Ist eine eher klassische Anordnung. Glaube ich, kann man so sagen. 2 Viererketten, dann die beiden vorne drin. Und dann gucken wir einfach mal, wie sie das dann wirklich auf dem Feld umsetzen. So geht Athletic Bilbao in diese Partie. Schauen wir uns kurz ihre Formation an. Da sehen wir ein 4-4-2 heute mit einer Raute im Mittelfeld. Hinten sichert ein Defensiver ab und vorne der Mann soll die Stürmer einsetzen. Celta Vigo hat aus meiner Sicht absolut das Potenzial, sich auch langfristig hinter der Spitzengruppe der spanischen Liga festzusetzen. Sehe ich ganz genauso, Wolf, und glaube, dass der Club auf dem richtigen Weg ist. Das kann gelingen. Na dann, auf geht's ins Spiel. Asensio mit dem Ballverlust da. Schöner Ball vorne auf Muniain. Quatsch, nicht auf Muniain. Das war immer neu übrigens. Ja, ran. Oh. Fran Beltran. Und Simon. Ja, ich will auf jeden Fall noch einen Ersatzkeeper verpflichten für die neue Saison. Ist das mit dem Ball? Ich träume einfach nur Kepa, aber der wird glaube ich zu schlecht sein, um als Ersatzkeeper zu spielen. Schön vorbeigekommen. Jetzt ist es dann Williams Inyaki. Start in diese Begegnung.
aus kurzer Distanz, den macht er ganz sicher. Ja, klar, den lässt er sich natürlich nicht nehmen. So. Rückstand also für Celta Vigo. Davon müssen sie sich jetzt natürlich möglichst schnell erholen. Er lässt den Gegner stehen. Die Rufe der und lass den doch da vorne nicht da durchrennen. Auch wenn die Celta ganz, ganz unten drin steht mit ihren 19 Pünktchen. Genau das ist es. Und das meine ich halt. Dieses zu aufpassen jetzt hier. Schön, Emanuel. Gut gelöst. Das war richtig gemacht, um den Verteidiger loszuwerden. Aidu. Ja, da geht man mit gemischten Gefühlen in das Spiel. Fans, die er kennt, Gegner, die er gut kennt. Aber am Ende muss ein Profi und kann ein Profi das auch spielen. Leute, ey, die machen mir gerade einfach viel zu viel. Wie gesagt, für Abschiedskandidaten spielen die frech auf. Die haben ihre gute Situation, das ist es halt. Ein richtig guter Kopfball, aber mindestens genauso hingehalten. Eine starke Aktion von beiden. Die Fans spüren, aktuell sind sie am Drücker. Gute Gelegenheit jetzt hier mit dieser Ecke. Oh, die nächste dicke Chance. Also, wie gesagt, momentan kommen wir überhaupt gar nicht raus. Wir haben keine Chance, was irgendwas aufzubauen jetzt hier. Die Ecke kommt rein. Gehalten, stark gemacht. Nächste Ecke. Und der nächste Unai Simon. Also, wie gesagt, das war jetzt der dritte oder vierte hintereinander. Also, Celta macht jetzt gerade, die sitzt sich komplett da vorne jetzt gerade fest. Und da muss der auch hin. Und der nächste, also ich weiß nicht, wie viel der Ecke das mittlerweile jetzt ist. 5, 6, irgendwie sowas. Wir haben 25 Minuten gespielt, keine Chance für uns jetzt mal zum Aufbauen. Jetzt sind wir mal raus aus der Ecke, jetzt haben wir mal wenigstens mal für einen Einwurf für den Gegner. Freistoß. Es gibt keine gelbe Karte, aber völlig klar, noch so eine Nummer und dann ist es so. Ball an den langen Pfosten. Ball ist wieder weg. Und jetzt kam er mal den Konteraufbau. Moritz, endlich mal. Einen Konter aufsetzen. Die Chance auf den Konter. Und der Ball war perfekt auf Inyaki gespielt. Inyaki 2-0. Jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus. Und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Unglaublich. Der Gegner hat Ecke um Ecke um Ecke und Situation um Situation um Situation. Und einmal kriegen wir es dann doch hin, uns befreien, den riesen Konter zu setzen. Schauen wir uns nochmal die Entstehung des. Und dann steht 2-0. Maurice, so, und Jaki 2-0. Hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolfgang hat auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. 2-0 steht es hier. Sie machen einen guten Eindruck. Emanuel. Muniain. Und jetzt. Das macht er sehr gut. Ah, kriegt er nicht in die Position, die er so gerne hätte. Farias. Sieht nicht ungefährlich aus. Garcia, das könnte abseits gewesen sein, ja. Das ist abseits, vielleicht ein Tick zu früh losgelaufen. Ist natürlich immer eine riskante Spielweise, dieses Laufen. Boris Abel, schöner Ball da vorne auf den Konter, jetzt. Aber ich bin mir ziemlich sicher, genau das. Und dann ist es, Boris. Und dann Aidu. Also zweimal. Also wirklich gut dazwischen gegangen. Gut da reingegangen. Und dann hat er die Chance nochmal auf das dritte hier. Boah, der kam gut. Da hätten wir hier auch den Treffer haben können. Aber nix da. Er ist da. Er ist unten. Und es ist ein klasse Keeper. Jetzt der Ballverlust. Muni halt. Das sieht vielversprechend aus. Emanuel am zweiten ebenfalls vorbei. Und jetzt die Chance. Und. Elfmeter, was? Gibt das Tor noch? Das war doch ein klares Tor dahinter. Ich meine, das war da, vielleicht war es irgendwann ein Foul oder was auch immer. Aber der kann doch die Vorteile laufen lassen, den Tor Tor geben. Weil der Linus Maurice das Tor weg. Weil er nimmt das Tor jetzt weg.
dann macht das halt der Elfmeter. Weil, wie gesagt, das wäre das 3-0 gewesen und das ist es jetzt auch, 43. Wie gesagt, da darf der Schiedsrichter aber auch gerne mal den Vorteil laufen lassen. Und mir das sichere Tor nicht wegnehmen. Also Maurice 3-0. Mit diesem 3-0. Ja, kann wahrscheinlich ganz großer werden. Deswegen spielt er mittlerweile als Stammspieler. Großer Bell, gut weggegrätscht. Diesen Flachpass. Ecke dafür. Der Ball kommt rein. Hab dich. Weil er jetzt ein bisschen Gas gibt. Kann aus einer Kontersituation werden. Wir sind am Ende. Gibt es nicht, weil es gibt Halbzeit. Und es sieht gut aus für das Team mit der besten Auswärtsbilanz. Man liegt hier zur Pause vorne. Sie trumpfen auch heute wieder auf. Das ist schon klasse, was sie auswärts zeigen. Klar, zur Pause. Das sieht alles sehr souverän, sehr abgebrüht aus. Sie spielen. So. Ja, 0-3. Ist mal eine klare Ansage. Und man muss es so sehen, also so schlecht spielt Celta auch nicht. Also die haben ihre Situation. Da haben sie jetzt so Platz. Mache halt aus ihren Situationen gar nichts. Und deswegen stehen sie halt da unten drin. Da ist die Chance. Und das Sanchez 4-0. Sie lassen nicht nach, erhöhen damit auf 4 Tore Vorsprung. Sag ich, wir wollen den Titel. Also wenn er von da abschließen kann, dann macht er das Ding, ist ja keine Frage. Aber aus kurzer Distanz, kein Schnauze. Sie dominieren die Partie nach Belieben und das drückt sich mittlerweile auch am Spielstand aus. Alvaro Garcia. Jetzt hilft er mal einen Vorteil. Also er hatte vorher vor dem Tor von Maurice hätte noch den also vor dem Elfmeter hätte er noch das Vorteil pfeifen können. Jetzt ist auch viel zu viel Platz da. Alvaro. Und der wartet einfach viel zu lange. So, stopp, jetzt genau hinschauen. Tolle Parade. Den hat der, oder was? Jetzt gibt es mal Gelb für Alvaro. Diese Reflexe sind unfassbar. Ich glaube schon, das war Gelb. Sehe ich auch so, absolut vertretbar. Beschwert sich, glaube ich, auch niemand drüber. Sie setzen sie früh unter Druck, sind da, gutes Pressing und das zahlt sich in die. Okay, er versteht sich. Ich habe jetzt gerade einen Moment gewartet, weil vielleicht nicht, dass er da irgendwas nochmal wieder an den Meter pfeift oder wegen Handspiel. Gerade bei diesen Schüssen aus der Distanz oder was, wenn die irgendwo abprallen, das kann auch ganz, ganz schnell mal Handelfmeter geben. Haben wir heute schon gehabt. Also, ja, doch. Ne, haben wir nicht gehabt. Jetzt war halt wieder aus dem Getümmel raus und wieder nicht zu Null. Tor für Zeta, 62. Verdient. Zumindest der eine Treffer. Da ist nochmal die Szene, die zum Tor geführt hat. Erst der Steilpass. Und dann sehen wir, wie gut das wirklich gemacht ist. Vor allem, wie ruhig das gemacht ist. Aber ganz ehrlich, aus der Distanz. Grusabel. Jetzt also 4-1. Gut, der lässt ja stehen, den Verteidiger da. Jetzt hat er natürlich jetzt mal ein bisschen Probleme. Ja, vielversprechende Aktion. Und er hat den Ball. Maurice. Es gibt eine. Der würde ja alle gerne zum zweiten Treffer irgendwann mal. Ecke kommt in den 16er. Chance. Und Maurice, und wie da ist es, der Keeper. Wo die ja hin? Der passt nicht. Da habe ich nicht damit gerechnet, dass er nicht noch unter seiner rausspringt. Damit habe ich gerechnet, dass er drin bleibt, deswegen reingeht. Deswegen habe ich hier nichts mehr weiter gemacht. Ich hätte nochmal drauf hauen können. Ja, ganz energisch. Der Zug zum Tor. Oh ja, Sabal und Marché. Er bringt den Ball nicht raus. Und jetzt ein Schuss.
Ja, jetzt genau das meine ich. Genau das habe ich ihm vorhin angesprochen. Wenn du mal so einen Schuss aus Distanz loslässt, der prallt irgendwo ab. Das kann auch ganz schnell mal einen Handelfmeter geben. Oh, das könnte drüber sein. Er gibt einen Wechsel. Er gibt jetzt tatsächlich nochmal die Chance, da irgendwas zu machen. Als zu 5. Hidaki! Starker Elfmeter. Wir schauen nochmal auf die Wiederholung in den Winkel. Das ist schon krass. Der Gegner kann ihnen einfach nicht viel entgegensetzen heute. Sie überzeugen auf ganzer Linie. Immanuel. Ja, das war zu einfach. Alvaro Garcia. Munoz. Die macht er nicht. Er pfeift straflos. Was? Wofür? Der geht vorbei, der Ball. Der ging über den Fuß. Oh, okay. Glück gehabt, dass man den, dass er den aber mit voller Lotter an die Latte gesetzt hat, den Ball. Da standen sie mächtig unter Druck und hatten eine Menge Glück. Williams viel zu schnell für den Verteidiger da. Williams mit der Chance. Ich habe den schon drin gesehen, Buschi. Ja, ich wollte drüberlegen. Verteidiger. Er kommt da tatsächlich noch vor der Torlinie ran. Wichtig, dass sonst hätte der nämlich auch noch gesessen, der Ball. Eins, zwei, drei, vier. Okay. Ich hatte fünf rausgewiesen? Was hab ich schon? Er hechtet dahin, lässt nichts. Ach Mann, ich hätte gedacht, ich hätte da noch eine 4 Wechsel jetzt gemacht. So, für alle Wechsel durchgezogen. Ecke kommt. Sie bringen den Ball raus nach dieser Ecke. Euer Sabal. Da ist die Chance. Und wenn sie Tor. Klasse Chance, aber das war dann doch zu schwach. Ja, da müssen sie mehr draus machen. So hat er keine Mühe. Eine Minute noch. Kannst abpfeifen. Wird er jetzt wahrscheinlich auch direkt tun. Jetzt der Steilpass. Spielt den Ball in den freien Raum. Was für eine Keine Ecke mehr für den Gegner. Einschaut 1:5. Das war eine klasse Leistung heute. Am Ende fast schon mühelos und damit natürlich überzeugend. Absolut überzeugend seine heutige Leistung. Also ein Dreierpack. Dreierpack. Iñaki. Torhungrig. Du merkst diesen Willen, findet immer wieder die Lücke, verschafft sich die entscheidenden Räume. Klasse Spiel heute. Klasse Sieg. Für der Fans. Schieß, schieß, schieß. Sieht nach einer guten Chance aus. Passiert aber nichts draus. Wie gesagt, am Ende hat es 1:5. Zelter hatte seine Situation mit den ganzen Ecken, aber sie haben nichts draus gemacht. Und da können wir nachfragen und kontern. Sie wollen auch um die Zaraga kaufen. Sporting diesmal. So, ich will mal 10 haben. Und Sporting zahlt. Sporting zahlt für Zaraga 10 Millionen Euro. So.
Nächster Gegner ist der FC Getafe. Und da wollen wir den nächsten Schritt in Richtung Titel machen. Wie gesagt, Getafe noch und dann haben wir noch einen Gegner. Und dann geht's zum großen Spitzenspiel gegen Atletico. Aktueller Vorsprung 12 Zähler und dann hätten wir tatsächlich den Titel unter Dach und Fach. Und dann schauen wir mal. Ja, wir sehen uns dann wieder und ich freue mich. Bis dann. Tschüss.